Ich bin Brustentee. Heute im Vlog wieder auf dem Channel. Wir sind heute auf dem Ahrtalsee in A. Ja, AR heißt das. Geil, ne? Ja, heute mache ich einfach mal einen Vlog, was es hier so alles gibt. Naja, wir haben Wasser. Letztes Mal war ich auch mal hier. Hier waren Fische, aber ich sehe keine. Wollte ich euch auch zeigen. Aber ja, Fische gibt es denn jetzt nicht. Aber jetzt zeige ich es vielleicht nächstes Mal. Oder wenn ich sehe irgendwelche, dann zeige ich sofort. Und achso, oh, und das Wichtigste, diesen geheimen Weg. Da gehe ich jetzt rein. Okay, Leute, wir gehen jetzt hier rein. Ah! So. Was gibt's hier? Wir sind hier in Natur. Oh, geil. Ah! Noch eine Wiese. Okay, das klappt das. Ja, das sind Leute, wir hauen die lieber ab. Das sind Leute. Ja. So, Leute, das war peinlich. Wir kommen mal wieder auf peinliche Sachen, die Boris und Timmy passieren. Ich habe gerade einfach zwei getroffen, die haben sich einfach dahingelegt. Ich hier mit meinem Tablet. Ich weiß nicht, ob ich die überhaupt gefilmt habe. Also ja. Oh, Hunde. Von anderen Leute. Das sind nicht, dass die gefilmt haben. Ich komme jetzt ins Gefängnis. Und hier ist Timmy. Ja! Ich habe noch einen Weg gefunden. Wir gehen mal hier runter. Wow. Nein, da gehe ich nicht rein. Oh mein Gott, da schwimmen einfach zwei Hunde drin. Geil. Okay, Leute, wir gehen mal einfach hier lang. Gehen einfach auf den See hier. Und ja, das ist kein Tricksfilm. Wie gibt das der Schritt mal so? Das ist ein echter Vlog. Und den mache ich jetzt. Einen Moment. Okay, Leute, willkommen mal wieder zu einer Episode von Wir machen es uns heute gemütlich. 10 Sachen, um es gemütlich Sachen auf den Ahrtalsee. Etwas Gemütliches, etwas gut, etwas zu essen, vielleicht Süßes oder so. Ich nehme jetzt mal das. Irgendeinen See, Fluss oder Meer gehen, hinsetzen und sein Essen einfach essen. Die Brötchen-Dinger sind runtergefallen. Aber egal. Ich habe es auch vergessen. Und es war nicht auf Video. Schon abgelenkt. Also gehen wir jetzt in den Wald. Bin ich dumm? Hier, ihr wisst schon, was ich meine. Hier, ja, cool. So. Schau, Leute. Wow, schon. Ja, okay. Ja, ich schaue hier besser ab. Keine Ahnung. Nein. Ich will aber auf den anderen Weg, den speziellen Weg, den ich euch gezeigt habe. Da sind Leute, oder will ich denn hin? Immer noch. Ich weiß nicht warum. Und ja, aber die sind immer noch da. Und die sind, glaube ich, schon 2 Stunden vorbeigegangen. Ja, wirklich, jetzt wirklich 2 Stunden. Ich habe halt das letzte Mal, wo ich, weiß ich, Video gemacht habe, das letzte Ding, was ich auf Video gemacht habe, okay, ich genieße es woanders. Da sind meine Brötchen-Dinger runtergefallen und da muss ich es mit einem Gabel essen, weil meine Finger dreckig waren. Danach muss ich aufs Klo. Gab kein Klo, musste ich einen Platz finden. Oh ja, das war komisch. Oh mein Gott. Da lebt was. Da lebt was 100%. Da kann man wirklich schnell zu den anderen Joke. Hallo Leute, ja. Ja, ich weiß, warum ich sage, hallo. Timmy ist gerade von alleine abgegangen. Wir haben ihn noch gefunden. Jetzt ist er hier, aber es ist einfach scheiß Dinge passieren heute. Und stopp. Also, ich mache das Video weiter, aber einfach so schlechte Sachen wird dort passieren. Zumindest 20. Ich habe langsam einfach keinen Bock mehr. Das Video weiterzumachen, aber ich mach's weiter, komm, für euch. Also, ich glaube, ich gehe auch in so 1-2 Stunden. Mir gefällt hier, das ist so ruhig. Ich würde hier wohnen, wenn es hier ein Häuschen gibt. Ja, einfach. Das ist so cool. Oh, was war? Ich will einfach so nach Hause. Und, ey, guck mal, Leute, sagt mir, nee, das sagt mir, das ist unfair. Einmal, wenn ich mit Timmy spielen will, will er nicht schlafen. Einmal, wenn ich nicht mit ihm spielen will, kommt er, will mich beißen und so. Was ist gerade passiert? Ich gehe so allein das Video machen. Auf
einmal kommt er. Ich sehe ihn so, der ist von seiner Leine weg. Jetzt sag mir, das ist doch schon dumm. Aber ich sag mal, komm. Heute war einfach nicht mein Tag. Aber morgen wird mein Tag. Oh, jemand kommt. Was zur Hölle? Ich kann nicht mal ein bisschen Ruhe haben. Ich hab auch probiert zu schlafen mit einer Decke. Aber es ging nicht. Oh, nicht noch schon wieder. Auch ein Hund? Ja, Leute, warte. Da ist so ein Boot. Ich will ihn so filmen. Aber ich will nicht, dass die Leute mich sehen. Das verstecke ich mich und fällt mir geheim. Ich weiß, vielleicht komme ich ins Gefängnis. Aber wen juckt's? Ich mein's ernst, wen juckt's? Ich will mit diesem Boot, der ist geil, ja, geil. Oh, der ist schön. Oh, mir gefällt den. Ist mir geil, den mich angucken. Und das Boot ist schön, ich find's. Oh mein Gott, ist schön. Oh, da ist eine Stadt. Okay, noch ein Boot. Absolut krass. Ich kann filmen, die gucken mich nicht. Ah! Jetzt hab ich euch. Aha. Ich schrei ganz laut Hallo und dann versteck mich. Hallo! Nein, das war nicht laut. War nicht laut. Nicht laut genug, aber die haben mich angeguckt. Also, war immer noch laut genug. Ich will weg. Ich will weg, ciao. Lach mit Boris. Und gehen durch den Wald. Bär. Okay, ich kann nirgendwo hin. Toll! Timmy kommt immer hinter mir. Hallo Timmy! Hallo Timmy! Oh Kacke, er hat den Hund gesehen. Er ist so süß! Leute, dieser Hund kommt immer näher und ich bekomme immer mehr Angst. Der Hund ist gerade irgendwo da, keine Ahnung. Der ist so schwarz, man kann ihn nicht sehen. Oh, da ist der. Kommt immer näher, Leute. Leute, ich bekomme langsam richtig Angst. Am Ende kommt der zu uns. Hier, ich und meine Familie, wir sind hier kurz so, weißt du, heißt es einfach hier ein bisschen im Schatten zu bleiben und in der Sonne und einfach nur ein bisschen auszuruhen. Wir sind nicht gekommen mit unseren Hunden zu kämpfen, dass wir, dass ja die andere Hunde halt wegrennen. Lacken. La. Leute. Dieser Hund kommt näher, ich höre ihn. Ja, okay, warte mal. So, Leute, wir machen eine kurze Pause, machen kurz ein Video, einfach so ein ruhiges Video von einem Video von einem Boot, was einfach auf Wasser ist. Leute, das war der letzte Clip. Also jetzt, bevor ich ins Auto gehe, weil wir packen jetzt das. Oh! Hallo Leute, ich bin gerade aufgewacht und ich habe die Clips angeguckt. Das waren einfach Clips, die kenne ich einfach. Also wirklich, irgendwelche Clips, die ich nicht gemacht habe. Oder ich erinnere mich nicht, dass ich die gemacht habe. Und ach du Scheiße, jemand etwas verfolgt mich. Warte mal, wir sehen uns gleich. Warte mal. So Leute, ich bin gerade weg von diesem Ding, was ich verfolgt habe. Ich weiß nicht mal, was das war. Also jetzt ist es weg. Ich hab's halt.
Also es ist jetzt weg von mir, aber ich weiß nicht, was das war. Ich habe gerade Clips gesehen, ja. Die habe ich gar nicht gemacht. Oh, ich muss gerade von denen richtig weg. Es war, ey, irgendwas. Guck, da war ja dieser Geheimweg, den ich in Part 1 gezeigt habe. Ja, es gibt keinen Part. Ganz am Anfang habe ich ja diesen Weg gesehen. Auf einmal rennt da so ein Ding raus. Ich konnte nicht mal gucken, ich habe es nur gehört. Und ich bin rausgerannt. War das ein Hund? Aber es war kein Hund. Das war, doch, ich habe mich kurz umgedreht. Als ob einfach so eine, keine Ahnung, schwarze Figur habe ich gesehen. Aber das ist natürlich nicht so. Aber, also es war schon creepy. Und halt, ganz am Anfang habe ich den, halt den Geheimweg gezeigt. Daraus ist so ein Ding gekommen mit so einem, also keine Ahnung, ob das wirklich so war, aber so ein Lächeln oder so. Und, also ich bin hingefallen. Da, in diesem Clip. Und dann habe ich einfach Clips gesehen, die kenne ich gar nicht. Aber das Komische war, ich habe es auch gehört, glaube ich, in einem Clip hat man es, glaube ich, gehört. Ich weiß nicht, ob ich jetzt euch außerdem anlüge, ob ich euch anlüge außerdem. Aber ich habe, glaube ich, gehört, dass meine Mutter und mein Vater mich in einen Clip ruft. Also ich habe total normal, halt war ich nicht so, keine Ahnung, so komisch, hehehe. Sondern ich war ganz normal, weil in einem Clip hat man, glaube ich, gehört, wie meine Mutter mich ruft. Ja, ich weiß, ich sage es jetzt zum dritten Mal, aber ich weiß es nicht. Ich, ja, also, es ist komisch auf jeden Fall. Und, ja, und wir sind im Auto. Also, meine Mutter und mein Vater waren schon weg. Also, ich hab's dir gar nicht erzählt, dass da was war. Guck, also, die waren schon ganz weg, auf dem Weg schon. Also, jetzt sind die hinter mir. Aber dann bin ich weggerannt. Die haben gefragt, warum ist sie weggerannt. Ich wollte aber nicht die Wahrheit sagen, weil sie wird mir dann natürlich nicht glauben. Sie werden mir nicht glauben. Beide nicht. Und ja, also, ich bin gerade hinter mir, meine Eltern. Aber, keine Ahnung. Schreibt in die Kommentare vielleicht nächsten Part, wenn ich mal wieder hier hinkomme. Morgen, na, keine Ahnung. Vielleicht komme ich noch mal. Weil meine Eltern waren da schon weg, so auf dem Weg, halt mit meinem Hund. Auf einmal rennt das so raus. Halt da, wo, ganz am Anfang, wo ich gezeigt habe, diese Menschen in diesen, von diesem Geheimweg, da waren sie einfach und da war einfach dieses Ding. Also, schon erschreckend, finde ich. Das hat mich wirklich erschreckt. Ich bin jetzt hier in einer anderen Stadt. Ich bin hier in A. Also AR heißt das. Von da kommt auch Ahrtalsee. Und es ist creepy. Und ich update euch nochmal, wenn was passiert. So Leute, ich gehe jetzt so nach 15 Minuten. Also alles ist normal. Keine Ahnung, was war nur da in den Gebüschen. Hier, also mein Auto ist jetzt hier. Ich will jetzt nicht die Nummer zeigen. Aber ja, hier mein Auto ist. Okay. So Leute, wir sind jetzt im Auto. Ich bin gerade im Auto gekommen, um ehrlich zu sein. Also ja, ich update euch in der Mitte vom Weg. Ich filme mich, glaube ich, nochmal. Also ja, bis dann, Leute.